Hallo und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Void Train mit eurem Gandalf und dem Bernd. So, wir schalten ein bisschen was frei. Und zwar habe ich den Zug umgebaut. Zeige ich euch gleich. Ich brauche zweimal Holz. Naja, gut, dann zeige ich euch den Zug. Den hat man ja gestern hinten dran gebaut. Den zweiten Waggon. Dann habe ich ja alles umgeräumt, mehr oder weniger. Häcksler, Schmelze, Küche und sämtliche Regale hier rein. Soweit. So cool. So, jetzt wollen wir ja das erforschen. Brauche ich zweimal Holz. Den Rest habe ich im Inventar. Da nehmen wir das Holz. Und stellen erstmal, beziehungsweise erforschen erstmal hier den Forschungstisch. Okay. Feine Sache, haben wir das gemacht. Gut. Als nächstes wäre Messingkomponenten zu erforschen. Weil hier brauche ich schon die ersten Messingkomponenten, damit ich quasi noch ein so ein Viech haben kann. Aber das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh. Was ich aber noch gerne herstellen wollen würde oder erforschen würde, wäre dieses Geländer. Schaltet das Projekt Lokomotivgeländer frei. Was? Das sieht gut aus. So, haben wir das. Lokomotivgeländer. Steht das unter Dekor? Schalte das Projekt Lokomotivgeländer frei. Wo ist die Frage? Gut, dann bauen. Oder wollen wir bauen? Werkbank 2. Dazu fehlt mir noch einmal Stahl. Okay, einmal Stahl. Habe ich noch einmal Stahl? Glaube nicht. Dann muss ich noch einmal Stahl herstellen. Und brauche Kraftstoff. Naja, dann hauen wir mal einmal Kohle rein, aber ich habe doch hier noch Brikett. Ein Brikett habe ich noch. Das hauen wir direkt mal rein. Zap, zap. Auch mal 160 on top. Und einen Stahlbahn. Gut, und dann können wir das Depot quasi schon verlassen. Alles andere habe ich aber, oder? Wenn ich das hier herstellen will. Jo, dann kann ich den doch jetzt schon mal zerlegen. So. Zerlegen. Gut, jetzt ist der Stahlbahn fertig. Und dann stellen wir die Werkbank 2 hin. Waffenkammer. Ah, Werkbank 2. Ja, die ist schon ein bisschen größer, ja. Sehr gut, haben wir das. Was können wir denn an dem Ding alles herstellen? Irgendwas dazugekommen? Nee, Panzerplatten, das. Robuste Bolzen sind hinzugekommen, genau. Da brauche ich Stahlschrott. Stahlschrott haben wir doch. Haben wir doch jetzt im letzten Loot-Ausflug irgendwo eingesaugt. Ich muss nur mal schnell schauen, wo wir den Stahlschrott haben. Nee. 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 Stahlschrott. Brauche ich viermal. Ich habe nur einmal. Aber wenn ich den Stahlschrott hier einschmelzen kann. Was sind denn die anderen Teile gut? Das ist alles noch Herstellung? Wir haben doch so viel von dem anderen Zeugs. Was wir irgendwie noch nicht verwerten können. Was hier? Wir haben doch noch haufenweise von dem Eisenschrott und von dem Maschinenschrott. Na gut, egal. Wir fahren hier erstmal raus aus dem Ding. Lok inspizieren. Ich würde sagen, wir fahren mal raus. Ich brauche Wasser und Brennstoff für das Teil. Ich habe es schon fast. Hast mir schon fast gedacht. Wasser und Brennstoff. Gut, Wasser habe ich in Form von Eis. So, halt mal an. Wasser und Eis. Da ist er schon, der Kollege. Aber ich hätte gern. Ich hätte gern. Meine Schrotflinte, bloß mal schauen, wo ist er denn?
Schrotflinte. Das ist sie nicht. Schrotflinte, wo habe ich sie denn gebunkert? Dass man die Kisten nicht beschriften kann? Oder kann man die beschriften? Ja, kann man sehr, sehr schön. Wo ist sie hin? Ist das die Schrotflinte? Oh. Ist sie. Was? Wer... Ach, die sind das, die mich hier so... Ja, so einen Schaden verursachen. Oh, haut mal ab hier. Ist ja immer schlimmer hier. Nicht schön, wenn die hier meinen Zug kaputt machen wollen. Ja, mein Freund. Das ist ein bisschen verkalkuliert, ne? Hat aber auch Glück, gerade eben. Hatte den gar nicht auf der Pfanne. Irgendwas schwebt da hinten rum. So, okay. Schrotflinte. Kann es sein, dass ich den ganzen Spaß dann hier einsaugen muss? Weil mein neuer Freund immer irgendwie was fressen will? So, komm mal her, hier. Wollt ihr die Schrotflinte mitnehmen? Das ist sie nicht. So, packt das Ding mal hier raus. Das könnte eine Schrotflinte sein. Sehen ja irgendwie alle gleich aus. Ja, fühlt sich irgendwie an wie eine Schrotflinte. So, jetzt... Saugt man das hier mal ein? Man kann ja gar nicht genug Metall und Stahl haben für all die Bolzen und Zeugs und tralala. Muss ich aber die Kanone einpacken, diese hier. Aber setz mal die Schrotflinte auf die 2, das Ding auf die 1. Und das muss ich reparieren. Okay. So, wo ist denn hier mein Freund der Hai? Ah, ist er. Der ist immer am Anfang da. Du kommst in so einen Void rein, ist der Kollege da. Kommt dann auch, von dem kommt keiner mehr. So, ja, komm her. So, gut, das Thema mit dem ist erstmal durch. Gut, dann grappen wir uns alles mal, was hier so rumfliegt. Ich muss den ganzen Zug mittlerweile reparieren. Übel, an allen Stellen. So, gib mal alles her. So, was habt ihr Schönes für mich? Gar nichts. Nicht getroffen. Scheiße. Ich weiß noch gar nicht, was mein neuer Begleiter fressen will. So, den Zug muss ich mit Eis und mit Brennstoff befüllen. Also so steht es jedenfalls hier. Wasser, Eis und Brennstoff. Ich finde ihm vielleicht mal ein... Wo ist das Wasser hin? Ich habe da gerade Wasser reingeschmissen. Okay, und ein Brennstoff. Brennstoff habe ich doch Holz mit, ne? Glühende Kohle. Ein Kohlestück.
würde ich sagen, ich probiere mal ein Kohlestück aus. Ja, probier mal ein Kohlestück aus, weil dafür ist es wahrscheinlich gemacht. Das packen wir da rein. Einmal Eis. Nehmen wir mal so eine 10er Packung Eis mit. Und wo habe ich die Kohle gebunkert? Hier. Also Wasser. Ja, von mir aus. Von mir aus das. Und hau mal 10 Stück rein. Kohle. Mach mal so. Okay, na, ich bin gespannt. Das ist die Hupe oder was ist das? Okay, erstmal hier wieder kurz einräumen. Obwohl, das können wir direkt mal wegatmen. Da kommen die Waffen rein. Hier das Eis. Da packen wir die Kohle mit dazu. Ach, der feine Herr schläft jetzt. Ja? Darf ich hier alles selber machen? Ich hätte gerne ein Crewmitglied, was hier Dinge einsammelt. Muss man noch alles einsaugen, was hier so liegt. Aber wo ich das Geländer bauen kann, schalte das Projekt Geländer frei. Vielleicht nur in so einem Depot, aber das hat er hier nicht angezeigt. Hat nur gesagt, schalte das Projekt frei. Na gut, dann schalten wir mal den Zug an. Mach mal langsam vorwärts. So, er will mir doch wieder an die Karre scheißen hier. Ja, ja. So, halt mal an. Wir können es auch einsammeln, bevor wir es abknallen. Okay, dann wird ja mit Sicherheit entweder hier irgendein fieses Vieh kommen oder wieder so ein Zwischenstopp bei so einer, also einem Checkpoint. Und bis dahin würde ich mal durchfahren und hier alles einsammeln und einlooten und gar nichts herstellen. Ich muss, glaube ich, auch erstmal den Zug komplett wieder ganz machen. Ne? Wenn ich jetzt den Hammer in der Hand nehme, seht ihr schon überall hier, muss ich reparieren. Da nochmal Holz. Hier nochmal Holz. Eisenwaren brauche ich ganz viel, um verschiedene Module zu reparieren. So. So mache ich das. Düse erstmal zart ein Stück vorwärts und repariere alles. Und wir sehen uns dann im nächsten Checkpoint wahrscheinlich. Also, bis gleich. So gut, da vorne ist der nächste Checkpoint. Da gibt es eine gepflegte Schießerei. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ne? Wir werden auf gar keinen Fall durchbrechen. Sondern wir halten das Ding mal kurz an. Schnappen uns noch das Metallstück. Wenn es denn möchte. Perfekt. So, schnappen uns jetzt eine andere Knarre. Und zwar packen wir die raus. Und nehmen das Ding mit. Und mal gucken, wo ich die andere Waffe habe. Liegt die noch auf der Werkbank? Ja. Das Gewehr und das Schnellfeuergewehr. Ich kenne nur den Unterschied nicht. Beides hat die gleiche Munition. So, naja, wir fahren mal noch ein ganz kleines Mühe ran.
So. Und dann stoppen wir mal rein hier. Ja. Also. Gut. Zwei haben wir, aber ich muss noch ein Stück ran. Also mal bitte aufhören, auf meinen Zug einzuprügeln, hallo? Ah, dass man hier nur das gegen das Geländer schießt, ist ein bisschen nervig. Also, fahr mal ein Stück. So, komm ich jetzt schon eventuell. Der lebt doch noch. Also. So, gib mir mal das Ding. So, wo ist er denn? Und stapfen wir erstmal ganz gemütlich hier durch. Hier gab es nichts. So, da haben wir was. Ein Coin, ein paar von den Teilen. Entschuldigung. So, Munition sammeln wir erst. Eine neue Metallplatte kann ich mal einsetzen. Oh. So, was haben wir hier Schönes? Ein Pilz. Dem können wir entweder unserem Kumpel zu essen geben oder wir können ihn vielleicht einpflanzen. Dann schauen wir gleich mal. So, aber ansonsten gab es hier nichts weiter außer Munitionsverbrauch, Schießen. Die Munitionskiste können wir gleich aufmachen. Jetzt haben wir hier alles gelootet. Okay, dann machen wir auf. Das Ding. Wunderbar. Gab es hier noch was? Nee. Okay. Tja, ja, Gauner. Da jetzt davon. Ich bin falsch angelegt. Das brauche ich nicht. Das vielleicht. Und Munitionskiste, naja. Das nehme ich natürlich mit. Das auch. Das hast recht. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Waffenteil an. Was war es denn? Waffenkammer 1. Ändern. Nehmen wir mal das. Da gab es nichts zu ändern. Der Rahmen. Feuerrate. Es ist eh das Gewehr. Nur. Pack ich den beiseite. So. Gut, dann können wir ja theoretisch weiter. Was haben wir noch? Ein bisschen was davon. Das packen wir hier rein. Das packen wir da rein. Und den Coins hatten wir da auch schon welche. Die können wir im nächsten Depot einlösen. Die Coins hier unten. Ja. So, dann stellen wir hier noch ein bisschen was her, hätte ich was gesagt. Aber wir haben keinen Brennstoff mehr. 5-mal Holz und bitte. Gut, dann raus hier aus dem Ding.
Also entweder verbraucht sich der Brennstoff nur, wenn man irgendwie auf den Nachbrenner drückt, hier so, oder sehr, sehr wenig. Also bis jetzt ist, hält sich die Kohle und der Treibstoff echt in Grenzen. Also das ist eine feine Sache bis jetzt. Jetzt muss ich aber wieder das Ding ausrüsten. So, mal schauen. Ist hier irgendwie noch so ein Minenfeld kommt. Da war so ein Minenfeld. Das hat sich, hat mir ganz schön zugesetzt, weil die irgendwie in der Wolke auch drin waren. Und ja. So, da vorne haben wir schon das Licht. Das heißt, der nächste Checkpoint kommt garantiert. Und dann möchte ich mal schauen, ob wir es vielleicht schaffen, irgendwie so einen Waggon abzugraden. Gar nicht groß irgendwie erstmal irgendwas erforschen, sondern schauen, ob wir so einen Waggon upgraden können. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. So. Und hier sammeln wir das alles mal ganz gepflegt ein. Haben wir hier oben noch was? Nee, aber da drüben haben wir noch. Ja, Kohle fehlt. Was heißt fehlt? Aber es wäre schon schön, wenn man irgendwie so mindestens ein oder zwei Kohlestücke kriegt pro so Void. Oder wenigstens eins. Ne? Da kann man so ein Brikett herstellen. Hat man 160 Brennstoff. Da kommt man echt eine ganze Weile hin. Brennstoff ist nach wie vor das, was irgendwie so ein bisschen, was ein bisschen klemmt. Vielleicht könnte das ganze Fett verballern. Ich habe, glaube ich, 20 mal Fett. Aber am Ende fehlt es am Fett. So, halt mal kurz an das Ding. Wollen wir noch mal rumschauen, ob wir hier noch irgendwas haben liegen lassen. Nö, da sieht erstmal alles gut aus. Da haben wir noch so einen Zinkbrocken, ey, von diesem Zink. So viel Metall gar nicht herstellen, wie ich Zinkbarren herstellen muss. So, guck mal hier. Metall, jawohl. Dann haben wir Wasser. Da habe ich auch schon 20. Die meisten, die atme ich einfach gleich weg. So, dann gönnen wir uns direkt mal ein Wasser, ein Biometall. Ja. So, und dann sind die Werte unten eben wieder voll. Aber Zink ist ganz schön viel. So, kann ich den Pilz da eingraben? Nein, ne? Weil ich brauche der irgendwie. Sieht's. Okay, die sind dann wirklich nur zum Essen für ihn, glaube ich. Gegenstand geben. Einen Pilz. Jo, Meister. Eine Sache. Und jetzt. Ist er glücklich oder was? Hoffe für ihn. So, da haben wir alles voll. Fett und Holz. Wunderbar. Da haben wir das ganze Eisengedöns drin. Was ich aber bräuchte, wäre tatsächlich vielleicht noch zwei, drei von diesen Messingbarren und Kohle herstellen. Ich würde sagen, ich mach mal Kohle. Dann kann ich sie wieder da reinwerfen. Und danach stelle ich Messing her. Aber wir fahren erstmal vorwärts. So, Wasser brauche ich gerade nicht. Nee. Chemikalien, ja. Brauche ich irgendwie gerade auch nicht. So, Kraftstoff. Kohle. Chemikalien nehme ich mal mit. Und da ist einmal Kohle, wunderbar. Haben wir doch noch Kohle bekommen. Da kann ich ein Brikett draus machen. So. Und dann können wir die Schmelze wieder anfeuern. Wunderbar. So.
Dann haben wir hier nochmal Holz. Und Bio-Zeug. Okay, dann haben wir Zink. Also, wenn ich keinen Platz habe, dann muss ich entweder Zink wegschmeißen oder eben noch eine Lagerkiste bauen. Zink haben wir jetzt. Jo. Und 20 Mal habe ich, glaube ich, schon in der Kiste. Aber Zink gibt's genügend. Das war Metall. So, wunderbar. So, dann halten wir hier mal kurz an. Sammeln hier das restliche Metall ein. So. Stahlbarren, ne, Messingbarren, Kupferbarren. Ne? Wir stellen erstmal zwei Kupfer her und dann eben aus diesen zwei Kupfer zweimal Messing. Aus dem Kupfer machen wir Messing, genau. So, und hier, das haben wir mal kaputt. Mal sehen, was drin ist. Sieht aus wie Eisen. Das ist sehr schön. Eisen und Holz. Eisen und Holz. Genau. Messing 2. Und dann direkt noch ein paar Stahlbarren hinterher. Genau, aus den zwei mache ich wahrscheinlich Kupferdraht oder sowas, weil der nächste Step wäre ja in diesem Depot vielleicht irgendwie den Wagen upgraden. Okay, dann fahren wir mal noch einen Meter vorwärts. Aber das sehe ich dann, wenn ich drin bin. Und da brauche ich halt immer dieses Fett. Deswegen kann ich das nicht gnadenlos verfeuern. Brauche halt für diese Bolzen. Ne, nicht für die Bolzen, aber wie heißt es denn? So, halt mal. Nein, das war der Nachtbrenner, das wollte ich nicht. So, bei der Aktion verbraucht er halt Kohle, ne? Wenn man so einen Nachbrenner nutzt, dann nutzt er halt Kohle. Ja, seht ihr schon. War jetzt nicht die Absicht, aber jetzt sind wir im nächsten Depot. Oder gibt es noch so ein Viech? So, erstmal muss ich noch ein Kohlebrikett verarbeiten. Da haben wir Eis. Kohlestück da rein. Dann mache ich ein Brikett draus, keine Frage. So, da haben wir noch so einen Pilz. Den muss ich auch irgendwo zwischenlagern. Okay, die Waffe raus. Schrotflinte rein. So. Okay, dann Häcksler. Da brauche ich einmal instabile Chemikalien. Die sind woanders drin, hier. Das packen wir damit rein. Und ein Kohlebrikett erstmal. Perfekt. So, jetzt muss ich sowieso das ganze Inventar leer machen, weil es ja eine Menge zu looten gibt. Aber ich will schauen, dass ich eben jetzt vorher
das Brikett hier reinschmeiße, noch ganz viel von diesen Eisen herstelle, damit wir dann eben den Wagen upgraden können. Dankeschön. So, Kraftstoff rein, Brikett und bitte. So, jetzt direkt ein paar davon rein. Die können wir snacken. Zack, zack, zack. Ja, und das hauen wir hier rein. Ja, bei diesem Zink habe ich echt viel. Gut, aber ich habe auch keinen Platz mehr, ne? Es ist irgendwie alles so ein bisschen voll. Die Coins, die nehmen wir dann mit. Und den Pilz, den lagere ich einfach mal hier mit dazwischen. Ja, ich hoffe, dass ich demnächst irgendwas kriege, wo ich das hier mal schreddern kann. Das wäre ganz smart. So, Munition nehmen wir am Schluss mit. Waggon hinzufügen. Modul Waggon verbessern. Das wäre irgendwie erstmal das nächste. Zwei Federn und zwei so andere Dinge. Zwei Federn, Werkbank, Federn, zwei. Ja, zwei so eine Kolben eben. Und für das. Jo, und da brauche ich wieder Fett für. So. Zwei Federn, nimm mal mit. Und zwei Kolben. Naja, da gehen auch Eisenbarren drauf. Dann habe ich noch ein Eisenbarren. Würde ich eine Panzerplatte herstellen, ich habe keine mehr im Inventar. So, das und das. Gut, jetzt habe ich eine Eisenplatte im Inventar. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den Waggon verbessern können. Also, Waggon verbessern. Bitteschön. Dann hat er einen dran geschmissen. Wunderschön. Dann wäre das nächste Ziel, wenn er jetzt. Na, was ist aber der Unterschied zwischen Waggon verbessern und hinzufügen? Das gleiche. Er ist bereits. Der ist vollständig verbessert, okay. Da kann ich nur noch hinzufügen. Ja, aber das gleiche Spiel. Zwei Bolzen, zwei Federn und zwei von diesen anderen Dingen. Leder brauche ich nicht. Okay, Freunde. Und das wartet dann uns auf uns in der nächsten Folge hier. Mhm. Cool. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Interesse.